Moin, hier sind nochmal Sandra und Paulina. Das ist ein kurzer Nachtrag zu unserem vorherigen Video, was ihr gesehen habt, wie wir ein Wertpapier kaufen. Wir knüpfen hier einmal an, wie verkaufen wir das Ganze wieder und wie sieht das aus. Wir sind auch schon direkt wieder eingeloggt bei uns im Testkonto und zeigen euch dann jetzt einmal, wie die Schritte sind, um etwas aus eurem Depot zu verkaufen. Diesmal ist es ein anderes Wertpapier als das, was wir verkauft haben, also wundert euch nicht. Wir nehmen einfach mal die Heidelberger Druckmaschinen. Ihr seht hier den in der Spalte Aktion, habt ihr ein K und ein V, kaufen, verkaufen. Und da klickt ihr einfach auf den Button Verkaufen. Und schon seid ihr in der Inlandsordermaske. Ist auch schon der Verkauf vorbelegt. Ihr seht hier auch in der verfügbaren Stückzahl, wie viel ihr maximal verkaufen könnt, was ihr also im Bestand habt. Und dann würde ich sagen, nehmen wir einfach Xetra als Beispiel. Ja. Momentan ist der Verkaufskurs, dieser grüne Button, heißt, dass es ein Realtime-Kurs ist, also aktueller, bei 0,912. Billigst bestens. Bestens heißt dann zum nächsten Kurs ausgeführt. Ich würde sagen, wir arbeiten mit einem Limit. Das bedeutet, wir wollen eine bestimmte Summe pro Stück mindestens haben für das Genau. Wertpapier. 1,10 Euro. Jo. Gut. So. Dann gibt es hier noch die Gültigkeit. Damit drückt ihr aus, wie lange diese Verkaufsorder gültig sein soll. Es gibt tagesgültig oder ihr könnt den entsprechenden Ultimo eines Monats nehmen. Das bedeutet, dass es bis Ende des Monats gültig ist. Sofern dieser Kurs erreicht wird und kommt es zur Ausführung, wenn der Kurs nicht erreicht wird, dann verfällt diese Verkaufsorder einfach. Und die Papiere bleiben dann in eurem Depot. Genau. So, dann gehen wir einfach auf Weiter. Und hier ganz wichtig auch nochmal überprüfen, damit die Eingaben, damit es auch das ist, tatsächlich ist, was ihr zum Ausdruck bringen wollt. Und zum Schluss gebt ihr hier mit einer TAN die Order frei. Ich habe hier so ein Lesegerät, das geht an die comdirect Fototan, gibt es auch als App. Könnt ihr euch sowohl fürs iPhone als auch fürs Android-Gerät herunterladen, ist kostenfrei. Und dann seid ihr genauso einfach und schnell unterwegs wie mit dem Gerät. Ja, ich mache jetzt keine Eingabe, ist jetzt nur ein Testbeispiel. Ja, wir hoffen, euch hat das Video gefallen und geholfen vor allen Dingen. Liked unser Video, schreibt in die Kommentare wieder Fragen, wenn ihr sie habt. Und ansonsten sind wir rund um die Uhr auch telefonisch für euch erreichbar. Und dann sehen wir uns hoffentlich auch schon wieder beim nächsten Video. Ja, Bis bald. bis bald. Tschüss.